einmal noch schlafen, Freunde, und dann ist es soweit. Ich begrüße euch zum 23. Adventskalendertürchen. Ja, einmal schlafen noch, dann haben wir es 24.12.2015 und somit für mich Weihnachten. Irgendwie schön, aber irgendwie schon beängstigend, weil dann ist wirklich alles vorbei. Nun ja, was will man machen? Wir legen los. Eine Menge vor heute. Beginnen, weil ich es gerade in der Hand habe, würde ich sagen, beginnen wir heute mit dem Drei-Fragezeichen-Kalender. Und da natürlich ist erst einmal die Story, die weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, morgen haben wir dann das Finale. Und da bin ich echt gespannt, was bei diesem ganzen Spektakel dabei rauskommt. Aber heute erstmal der 23. Heute geht es wie folgt. Justus klatschte in die Hände. Das ist der Beweis, den Mr. Manton braucht. Der Canyon ist Indianerland. Sein Kletterpark ist gerettet. Los, wir müssen so schnell wie möglich zu ihm. Auf einmal hörten sie hinter sich eine krächzende Stimme. Dort stand ein bärtiger Mann mit einem speckigen Cowboyhut. Nicht so eilig, meine jungen Freunde. Warum mischt ihr euch die ganze Zeit in Dinge ein, die euch nichts angehen? Ich habe leider einen ganz anderen Auftrag. Und dieser lässt sich nicht vereinen mit eurem. Her mit der Urkunde, sonst landet ihr im Canyon. Und zwar ohne... Ja! Wo ist denn? Wer schreit aus dem Hintergrund? Hm? Wer schreit da? Ja, dann geh in den Schrank. Meine Güte. Und zwar ohne Sicherungsseil und Sturzhelm. Ihr wisst, wozu ich fähig bin. Also macht lieber keine Dummheiten. Die drei Fragezeichen erstarrten vor Schreck. Justus dachte fieberhaft nach, wie er die Situation noch retten könnte. Nervös sah er um sich. Plötzlich blieb sein Blick an etwas hängen. Es schwebte direkt über dem Mann mit dem Bart. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Ja, Aufgabe. An was denkt Justus? Welches Wort entsteht, wenn alle Felder mit einem Punkt ausgemalt werden? Eieiei. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, da erstmal 23. als Beweis. So, 23. Hier, welches Wort entsteht, wenn alle mit einem Punkt gekennzeichneten Felder ausgemalt werden? Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, nehme ich euch wieder in die Hand. Es wird mal wieder Zeit. So. Hier übrigens der Beweis, ich spiele ja gerade Sonic the Hedgehog und da, so sieht die Retrode aus. Und da hinten sehen wir, da hinten, das ist der Slot für die Super Nintendo. Hier vorne ist für Sega Mega Drive. Hier vorne, da sind die Anschlüsse für den Mega Drive. Und für den Super Nintendo haben wir sie links und einmal da, da rechts daneben. So sieht also die Retrode aus. Richtig geiles Teil. So, und das noch viel geilere ist, hier die Originalverpackung natürlich. So geil, wie ich natürlich immer bin, verwahre ich natürlich alles auf. Und hier, guck mal, das ist der Kassenbon. So viel sollte das Spiel mal kosten. So viel habe ich es dann bekommen. Bei Karstadt. Mega Drive Kassette. Und zwar hier unten, könnt ihr es lesen, am 17.09.96 um 16.10 Uhr habe ich es gekauft. Für 29,95 €. Geil, oder? Ja, so viel sinnlose Informationen am Rande. Also, Sonic, das Let's Play geht weiter. So, also, 23. Jetzt muss ich immer gucken, dass ihr auch was seht. So, also das hier ist klar, Sicherungs... Ich mache das jetzt nicht so fein, ich kringel das hier. Sicher... Das habe ich nämlich eben schon gesehen. Das ist ein C, das hier ist ein H, das sieht man auch relativ easy. Dann haben wir hier ein E. Beasley. Oh ja, bist du dich wieder unterhalten mit mir? Hm? Wo bist du? Hm? Fahr ich los. Ihr wollt sie sehen, hier ist sie. Ja! Komm, schmeiß dich mal hin. Zeig mal, wie puschelig du bist.
oder wie puschelig du sein könntest. Ja, das Problem ist, sie hat Hunger. Da in den Schrank geht sie übrigens immer gerne. Ne, Beasley, guck mal. Guck mal, jetzt ist er zu. Zack. Und schon will sie rein. Achtung. Ne, geh rein. Hep, 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 hep. Komm, der Papa macht dir auch die Tür auf. So, jetzt. Geh, 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 geh. Dann eben nicht. So. Wir sind wieder da. So, dann haben wir hier ein R. Falls ihr im Hintergrund irgendwas rauschen hört, das ist meine Waschmaschine. Irgendwann muss ich ja auch mal meine Wäsche waschen. So, dann haben wir hier ein U. Ein N. Ja, es wird spannend. Es wird echt spannend hier. Sicherungs kann ich jetzt schon entdecken. Ja, Beasley, ich komme gleich. Gib gleich Abendessen. Jetzt kommt sie hier hoch. Beasley, kommst du nicht drüber? Ah, jetzt geht sie ganz nach oben. So, also Sicherungs. Und dann geht's hier unten weiter. Hier. Ja, es wird echt spannend hier. Sicherungs. Netz! Sicherungsnetz! Jetzt haben wir's. Wenn das scheiß Blatt hier mal fest liegen bleiben würde. Hier haben wir das T. Und hier haben wir das Z. So, und so sieht das Ganze aus. Sicherungsnetz. Und wir haben, was haben wir denn da? Mantumpaar, Sicherungsanlage, Sicherungsschloss, Sicherungsnetz. Der Fuchs, der hat die Gans gestohlen. Wo haben wir denn hier einen Fuchs? Da haben wir einen Fuchs. Und da unten ist sogar noch was frei. So, und jetzt verließen sie ihn, denn... oder? Nein, ich muss euch wieder oben hinstellen. Ich brauche meine zweite Hand. So, da sei er wieder. Ich brauche nämlich meine zweite Hand zum Festhalten, sonst geht das nicht. So, da unten ist also der Fuchs. Und der Fuchs hat heute für uns ein Fach, was nicht aufgeht. Doch jetzt. Was ist denn das? Es ist leer. Eine Sache ist noch drin. Das wird immer leichter. Was ist das? Streng geheim. Das Durchtrennen, Abreißen oder Entfernen des Siegels ist strengstens verboten. Okay. Ja, es sind wahrscheinlich wieder Aufkleber. Und wir schauen jetzt mal. Zack, zack. Schnell wieder zumachen. Ein Rätsel haben wir noch für morgen. Jetzt muss ich gucken, dass ich wieder einigermaßen gut zu sehen bin. So. Und wir haben Beweiskiste. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass kein Unbefugter an wichtige Nachrichten, Notizen oder Akten kommt, kannst du einen Brief oder eine Aktenmappe versiegeln. Der Siegelaufkleber hat eine Performierungslinie, die sofort reißt, wenn jemand unbefugt die Akte oder den Brief öffnen möchte. Verschließe mit dem Siegelaufkleber ein Notizbuch oder eine Beweiskiste, indem du ihn auf die jeweiligen Kanten klebst. Freunde, ich würde sagen, wieder mal eine richtig schöne Sache. Da haben wir die Beweiskiste. Schön, schön, schön. Also derjenige, der das hier gewinnt, der darf sich echt freuen. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir mit dem Smarties-Kalender weiter. Wenn wir einmal schon mal da hinten in der Ecke sind. Und suchen die 23 und finden die 23. Da oben. Im Smarties-Logo.
Dann bin ich mal gespannt. Oh, das sieht aus wie ein Mond. Und es ist ein Mond. Ein süßer kleiner Fokomond. Ja. No. Ein Türchen haben wir noch. Das ist das Große hier. Da bin ich morgen echt gespannt drauf. Vor allem, wie viele Smarties dann da drin sind. Weiter geht's mit dem Kramkalender. Bitte keine Zahl bitter. Bitte! Was haben wir denn hier? 23 hier oben. Da ist die 23. Und heute haben wir... Ich guck nicht rein. Ich zeig's euch. Und es ist... Ah, oh, wie seht ihr? So, und jetzt kann man das Ganze nämlich schön wie eine Erdnuss pellen. Zack, zack. So, vorsichtig die Schokolade. Da kommt sie. Na komm schon. Aua. Mann, jetzt geh auf. So, fürs Beta. Und... Es ist auf jeden Fall randvoll, also kann es auf jeden Fall keine Figur sein. Es ist irgendwas zum Zusammenbauen. Und, ja, es ist was zum Zusammenbauen. Oh, nee, doch nicht so viel. Das ist ein Moped-Rollerchen. Mal gucken, ob... Wow, sogar ein richtig großer. Guck mal hier. Ja, so. So. Ist das überhaupt richtig? Nee, es ist nicht richtig. Wie cool. Das ist ein Fingerroller. Das gehört nicht dahin. Das gehört hierhin. Zack. Und dann das Ganze. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Achso, das muss da ganz rein. So. Und dann da rein. Und dann haben wir, naja, okay, jetzt vielleicht nicht für meine Finger. Einen Fingerroller. Wie nett. Ich weiß nicht, wofür man sowas braucht, aber ein Fingerroller. Und, ja. So soll das Ganze dann in Aktion aussehen. Und von den ganzen, gibt es natürlich mehrere, eine ganze Kollektion. Na, komm schon. So sehen die Dinger aus. Geil, oder? Ein Fingerroller. Ach, guck mal hier, kann man auch heiße Aufkleber draufkleben.
Das mache ich jetzt nicht, weil ich nehme ihn ja jetzt gleich wieder auseinander, um ihn hier wieder reinzukriegen. Aber derjenige, der das alles gewinnt, darf sich dann diese wunderschönen Aufkleber dann hier draufkleben. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir gut durch. Da kommt erstmal die Schokolade. Und dann? Ja. Kommen hier an der Seite, kommen die drauf. Hier vorne an der Seite. Und hier das Trittbrett. Und dann soll man mit dem Zeigefinger hier durch. Also mein Finger passt da leider nicht durch. Ich habe zu große Finger. Mein kleiner passt da so gerade durch. Und dann können wir hiermit, ja, mit unserem Fingerroller dann über den Schreibtisch rollern. Schick, schick. Ja, also, dann würde ich sagen, haben wir es heute wieder einmal geschafft. Ich hoffe, wir haben es jetzt kurz vor 6, dass ihr schon Feierabend habt, dass ihr jetzt schön zu Hause sitzt und auf mein Video wartet, was ja jetzt rausgekommen ist oder was ihr jetzt seht. Dann sehen wir uns morgen wieder zum 24. Adventskalendertürchen, zum Heiligen Abend. Und ja, für mich ist dann sozusagen, jetzt passt. Für mich ist dann Weihnachten da. Für viele von euch nicht. Da ist es erst der 25., aber für mich morgen der 24. ist Weihnachten. Und dann kommt die große Verlosung. Also bis heute, 23.59 Uhr, könnt ihr euch anmelden am Gewinnspiel. Dann werden die Lokale geschlossen und ihr könnt euch nicht mehr melden oder anmelden für das Gewinnspiel. Und dann morgen wird der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin gezogen. Und dann ist der ganze Spuk vorbei. Und dann freuen wir uns auf 2016. Natürlich, ist doch klar. Also Freunde, bis morgen, NRW über 18. Adieu. Lecker.